Hi Leute, willkommen zurück hier bei Quatschbrick Personal, Ausgabe 18. Ja, was soll ich sagen? Ich lieg jetzt, also ich sag mal so, ich bin nach Hause gekommen, hab gesehen, oh, du musst nicht arbeiten. Habe ich erstmal in Ruhe was gegessen und dann habe ich gebadet. Kennt ihr das? Man geht baden. Das ist die eine größere Erholung abseits vom Laufen habe ich persönlich nicht. Ich kann da so abschalten, das ist einfach, tut einfach nur gut. Dabei schön Musik hören, einfach die Augen ein bisschen zumachen, einfach das genießen. Und danach, ich war relativ müde, aber jetzt bin ich wieder so topfit, das ist so krass. Also was so ein, sag ich mal, Erholungsbad, wenn das nur ein paar Minuten ist, was das bringt, ist schon krass. Also bei mir hilft das auf jeden Fall mal extrem. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, irgendwann habe ich es einmal ausgetestet oder so. Ich weiß nur genau. Weil eigentlich gehe ich immer duschen. Naja, egal. Ja, jetzt fragt man sich Tobias. Ich habe jetzt mir irgend so einen total tollen Titel mir ausgedacht, wenn ihr das hier hört. Den weiß ich ja jetzt noch nicht. Warum denn dieser Tag überhaupt? Also, natürlich geht es um meinen Geburtstag. Warum auch sonst? Denn der 22. Mai 1986, sprich mein Geburtstag, also der Tag der Geburt, und dann all die Jahre und Jahrzehnte danach, muss man sagen, war halt immer ein besonderer Tag für mich. Das war nie so, dass ich gedacht habe, boah, ja, hast halt Geburtstag. Klar, als Kind, als Jugendlicher hat man sich voll drauf gefreut und heute so, und wieder ein Jahr älter. Aber jetzt mache ich daraus so ein bisschen Meme. Auch gerade auf der Arbeit sage ich immer so, oh, jetzt bin ich schon wieder älter und so. Aber das ist nicht so, dass ich wirklich Probleme habe, älter zu werden. Das ist halt einfach nur so, irgendwie ist es lustig, ich weiß auch nicht. Ihr merkt ja, wenn ich wirklich persönlich rede und wenn ich halt wirklich wichtige Themen anspreche, Mann, dann kann ich verdammt erwachsen sein. Aber wenn ich das nicht muss, dann kann ich auch ein kleines Kind sein. Und ich finde, das ist was Wichtiges. Ich finde, man sollte sich sowas bewahren, weil wir alle müssen in unserem Leben zu oft erwachsen sein. Manchmal ist es einfach gut, mal Kind bleiben zu können oder kindlich oder weiß nicht. Einfach man ich sein zu können. Das ist tut, glaube ich, jedem gut. Ja. Mein Geburtstag. Im letzten Jahr war das ja Fluch und Segen zugleich in der Retrospektive. Es war unfassbar schön. Meine Freundin war da und es war eine ganz tolle Nacht und alles war super. Und ein paar Stunden später habe ich rausgefunden, oh, Corona. Dann hatte ich erstmal lange, in dem Sinne, musste ich mich darum kümmern und dann konnte ich irgendwann wieder nochmal arbeiten. Und ein paar Wochen später, als man gedacht hat, ja, Corona ist doch vorbei, da ging es dann los. Ich glaube, ab jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich noch so oft über diese Mental Breakdown-Phase reden möchte. Ich meine, klar, sie wird immer wieder zur Sprache kommen, aber ich glaube, so langsam bin ich auch selbst davon irgendwie überdrüssig, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ich arbeite jeden Tag daran, dass es in dem Sinne halt nicht nochmal aufkommt. Und zum Beispiel heute fange ich das erste Mal an, seit langer Zeit wieder Sportübungen zu machen. Ich laufe sehr viel unter der Woche und bin auch wirklich sportlich mega fit und so. Aber die Sportübungen, ich weiß nicht, irgendwie war das in den letzten Monaten, dass ich gedacht habe, boah, du bist abends einfach zu müde und du willst ja nicht auch noch irgendwie Sport machen. Aber doch, ich ziehe das jetzt durch. Ich hatte es angekündigt in, was weiß ich, was für eine Ausgabe. Heute Abend geht's wirklich los. Ich habe mir schon einen Plan überlegt. So, und nein, es ist nicht mehr wie im letzten Jahr mit so riesigen Listen, sondern ich habe da einfach nur aufgeschrieben, irgendwie hier so erstmal 20 Sit-Ups und 10 Hantelübungen und das reicht doch erstmal. Einfach um langsam reinzukommen, dann kann man das in den nächsten Wochen, Monaten wieder extrem anziehen. Und ich habe mir vorgenommen, nur 3-mal die Woche erstmal, sonst hatte ich 5-mal die Woche erstmal ruhig, langsam, vielleicht auch nur 2-mal, ich weiß nicht genau. Aber ich glaube, 3-mal ist ganz gut, 2-mal vielleicht unter der Woche, einmal am Wochenende und dann passt das halt auch. Und der Effekt, glaube ich, der wird gigantisch sein. Also im letzten Jahr hat mir das so viel gebracht und ich glaube, das wird auch in diesem Jahr wieder so.
Ich weiß auch nicht, warum ich die letzten Monate das nicht wollte. Vielleicht hatte ich aber ein bisschen Schiss davor, dass es einfach zu viel wird. So im Unterbewusstsein, ich weiß nicht. Tja, mein Geburtstag. In diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie viel ihr von mir verfolgt, beziehungsweise was ihr so an meinem Kram halt verfolgt. Aber es war so, dass ich seit Wochen, bevor die offizielle Ankündigung kam, seit Wochen etwas im Kopf hatte, nämlich an deinem Geburtstag bist du bitte nicht alleine. Jetzt kann man dazu sagen, ja gut, aber es ist ein normaler Arbeitstag. Ein Montag, von daher, da bist du sowieso nicht alleine, das stimmt. Aber die Nacht halt vom 21. auf den 22., so wie eben im letzten Jahr, da wollte ich ganz ehrlich gar nicht alleine sein. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass, so blöd es klingt, diese Event-Streams, also wirklich so besondere Events, wo ich mich dann wirklich auch ordentlich anziehe und so weiter und wirklich das Ganze auch ernst nehme und wirklich zelebriere. Zelebrieren, glaube ich, trifft es am besten. Dass diese Events einfach unglaublich wichtig für mich selbst sind. Also die bedeuten mir unglaublich viel. Denn da gibt es halt immer wieder halt solche Grundpfeiler, nicht nur für meinen Content im Internet, sondern auch einfach auch für mich selbst als Persönlichkeit. Ich meine ganz ehrlich, Quatschfabrik hätte es ohne die Recovery in der Form so nicht gegeben. Ist so. Ohne diese Recovery, ohne die Mental Breakdown hätte es Quatschfabrik nicht gegeben. Ja, ich habe darüber nachgedacht, den Titel zu ändern und ein Rebranding durchzuführen. Aber damit hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich noch sehr lange gewartet. Und klar, es lag natürlich nahe, dadurch, dass der neue Podcast dann Quatschfabrik hieß, also der jetzt hier, der Hauptpodcast Quatschfabrik, dann war es halt ein bisschen einfacher, drauf zu kommen. Aber im Großen und Ganzen wollte ich eigentlich Karlspol.eu so beibehalten. Nur das letzte Jahr hat mir gezeigt, es braucht was Neues. Es braucht einen Bruch. Einen harten Bruch, aber es braucht einen Bruch. Und diesen Bruch hatte ich auf zweierlei Hinsicht. Einmal natürlich mit auf Nikon Creation. Ja, das, was ich seit Jahren eigentlich überlegt hatte, zumindest seit mindestens ein Jahr zu dem Zeitpunkt, hatte ich mir überlegt, irgendwann Karlspol.eu nervt auch so langsam, vielleicht mal eine andere Bezeichnung und ganz andere Überlegung und natürlich auch immer in Verbindung mit einem neuen Podcast. Und das andere eben auch privat. So, der Bruch mit meiner Freundin, ja, der war übel. Und ich würde lügen und ist mir egal, ob sie es sich anhört, jemals oder nicht, ich stehe dazu. Ich würde lügen, wenn der Tag gestern für mich nicht, zumindest irgendwie im Unterbewusstsein, nicht nur im Unterbewusstsein, ich habe auch da ein bisschen drüber gesprochen, jetzt mal nicht im Podcast, sondern mal mit anderen Personen, die mir wichtig sind. Und ja, ich habe schon erwartet, dass vielleicht irgendwie eine kleine Nachricht kommt. Aber vielleicht bin ich auch einfach, was das anbelangt, einfach ein Träumer und wollte die Realität nicht sehen. Spätestens jetzt ist mir klar, jegliche Gedanken daran brauche ich nicht mehr. Und ich glaube auch, so doof es klingt, ja, der Kopf hat es schon lange verstanden, aber das Herz hat es nicht verstanden. Und ich glaube, der 22. Mai gestern, der hat auch meinem Herz gezeigt, es macht keinen Sinn mehr. Ja, entliebe dich, so doof es klingt. Hat sie bestimmt schon seit Ewigkeiten, aber ich habe es halt nicht. Also klar, Liebe viel zu hoch gegriffen. Und Gefühle so in dem Sinne vielleicht auch, aber zumindest irgendwie, dass da noch was schlummert. Das war schon immer so. Und das war in den letzten Wochen und Monaten eigentlich immer noch der Fall. Das habt ihr auch in vielen Talks gehört. Aber ja, spätestens gestern ist mir bewusst geworden, nee, da kommt nicht mal eine kleine Nachricht, gar nichts kommt da. Es ist, wie es ist. Ich finde es trotzdem sehr, sehr schade, weil ich habe diese Frau unendlich geliebt und das wird sich auch... Ich werde auch nie was anderes behaupten. Ihr werdet mich nie sagen hören, nach dem Motto, ja, ich habe sie nicht geliebt, ich habe nur so getan oder so. Oder es war mir egal, das und das. Nein. Das, was ich in den Talks gesagt habe, in Quatschfabrik Personal, das gilt.
Das gilt zu 100%. Das ist so ehrlich, wie man nur ehrlich sein kann. Und ja, so ist es. Ich habe diese Frau unendlich geliebt und Gefühle hatte ich sehr, sehr lange für sie. Und selbst im Schlummermodus, sage ich mal, hat es die letzten Wochen vielleicht noch auch noch was gegeben. Vielleicht war es aber auch einfach nur dieser Gedanke an die Zeit damals. Was heißt damals? Es hört sich so an, als wäre es Jahre her. Es ist gar nicht so lange her, wenn man ehrlich ist. Also zu dem Zeitpunkt heute waren wir, zu dem Zeitpunkt glaube ich gerade mal ungefähr 6. bis 7. Mai, ja. Kann man ungefähr ausrechnen. Ja, ungefähr so 2 Wochen so im Drehjahr zusammen. Zu dem Zeitpunkt. Von daher, ja, so lange ist das gar nicht her. Ja, und dennoch hatte ich Respekt vor dem Tag. Bin ich ehrlich. Und als ich darüber nachgedacht habe, naja, warum machst du nicht eigentlich einen Stream? Weil sonntags streamst du doch eh. Und warum verlagerst du den Stream nicht einfach? Und jetzt fragt ihr euch, ja, Tobias, ist Quatschrick personal? Du musst doch jetzt nicht irgendwie über den Stream groß reden. Und das Ding ist, doch, das muss ich und das möchte ich. Denn gestern Nacht, also anders gesagt, in der Nacht von Sonntag auf Montag, habe ich was erlebt, was ich nicht erwartet habe, bin ich ehrlich. Und ich werde auch gerne Quatschrick personal auch unter Ankündigungen und so posten, ist mir egal. Weil das, was da kam, damit habe ich nicht gerechnet. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe damit gerechnet, ja, so gegen 20 Uhr, 21 Uhr sind vielleicht noch ein paar Leute da. Aber dass um 24 Uhr 10 Leute in dem Sinne online waren, in einem, ja, ein paar, genau wie ich, ein paar Stunden später aufstehen mussten, das hat mich extrem bewegt. Ich habe das im Stream nicht so gezeigt, weil ich mich Gott sei Dank zusammenreißen konnte. Aber ich sag's hier nochmal, weil ich nicht weiß, ob sich das jeder anhört. Das hat mich extrem bewegt. Sag ich ehrlich. Das hat mich wirklich extrem bewegt, weil ich davon ausgegangen bin, dass um 0 Uhr in Anführungsstrichen maximal 1-2 Leute da sind. Und da habe ich zwar gesagt, ja, es gibt ein Giveaway und so, aber ich habe trotzdem gedacht, ja, aber ganz ehrlich, da wird keiner erscheinen. Von daher bin ich davon ausgegangen, bis 24 Uhr, vielleicht ein bisschen. Und dann ist halt, dann bin ich von nichts ausgegangen, ehrlich gesagt. Und dann hatten wir vorher, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Das Ding ist halt, wenn ich streame, das ist ganz komisch. Ich finde, ehrlich gesagt, das wird mir immer wieder bewusster. Ich meine, es ist Quatschrick personal, deswegen darf ich jetzt nicht zu viel Gaming erklären und erläutern, aber weil es geht ja gar nicht ums Gaming. Es geht ja um den Stream als, in dem Sinne, als Möglichkeit, nicht allein zu sein, ne, als Gemeinschaft. Etwas gemeinschaftlich zu empfinden. Aber mir ist bewusst geworden, dass in den Spielen, in denen ich halt einfach labern kann, in denen ich nicht irgendwie auf 1000 Sachen achten muss und so, da fühle ich mich wohler. Ich liebe die anderen Spiele. Ich liebe es irgendwie, sag ich mal, so ein Content, also so einen Inhalt zu erleben, der, sag ich mal, ein bisschen kompetitiv ist. Ja, also Stichwort M+ für die Leute, die sich mit Gaming so ein bisschen auskennen, World of Warcraft, Retail. Oder ich mag immer das Raiden in Classic in WoW. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auf Diablo 4. Das ist halt ein anderes Spiel, das ist jetzt auch schwierig zu erklären. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, was man, klar, ich möchte es mit vielen Leuten genießen, aber man kann das eben auch sehr gut alleine spielen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich am stärksten als Streamer bin, wenn ich einfach alleine bin. Also nicht alleine bin, aber wenn ich mit dem Stream besser kommunizieren kann. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, du hast gerade nicht die Ruhe dafür, dann finde ich das schwierig. Klar, es gibt immer Momente, wo nicht so viel geschrieben wird, aber wenn ich sehe, da schreibt gerade jemand was und ich kann in dem Moment nicht so darauf eingehen, wie ich das möchte, finde ich das schwierig. Deswegen kann es sein, dass ich im Laufe der nächsten Monate mir diesbezüglich einige Fragen stellen werde, aber das Ganze gilt sowieso für den Sommer an sich. Und das ist aber dann eher Thema von Quatschbreak. Und die Leute, die sich den Hauptpodcast anhören, die kennen das ja auch schon. Die große, in dem Sinne, Nachlese im Herbst dann.
Und dann das große Fragezeichen, wie es weitergeht. Was für Content kommt, wie sehr wird der abgeändert, wie sehr wird der vielleicht gleich bleiben, solche Fragen halt, die werde ich mir dann in Ruhe versuchen zu beantworten. Aber ja, ich war die Nacht nicht alleine und das war unfassbar wichtig. Also ich hatte da großen Respekt vor, ich bin da ganz ehrlich, weil ich weiß, dass wenn mich was zu sehr emotionalisiert, dann ist das auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite kann es aber auch unangenehm werden. Und ja, ich war Gott sei Dank nicht alleine und das war unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Das war ein Gefühl um 0 Uhr morgens, das war unbeschreiblich. Also wirklich, ich glaube, auch wenn ich es nicht gezeigt habe, innerlich sind mir die Tränen vor Freude gekommen. Ich war wirklich, ich habe auch zu meinem Vater gesagt, weil mich das so sehr mitgenommen hat, irgendwie positiv, sowas hat nicht jeder. Und da bin ich unglaublich stolz drauf. Und dann ein paar Stunden später, es war ja ziemlich krass, ich hatte ja vorgeschlafen, nachdem ich das mit dem Stream hinbekomme, weil der ging ja von 17 Uhr nachmittags bis 1:30 nachts und dann bin ich um 6 Uhr wieder aufgestanden und war abends um 18.30 Uhr erst wieder zu Hause. Es war schon krass gestern, also wirklich krass, aber es war ein sehr schöner Tag. Es war auf der Arbeit unglaublich toll, ich habe ganz tolle Geschenke bekommen, auch sehr viel Persönliches. Boah, also ich war wirklich hinweg. Also wirklich, war ein fantastischer Tag. Und das Wetter war auch so toll. Und ich habe gestern etwas gemacht, was ich glaube, ich habe das letzte Mal auf meinem Balkon gesessen, irgendwann im Sommer letzten Jahres, als meine Freundin dabei war. Das war das letzte Mal, dass ich auf dem Balkon gesessen habe. Ich habe einen Balkon, aber ich sitze da nie drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Ich nehme mir jetzt langsam vor, weil ich schon so viel wieder angefangen habe, was ich mir vorgenommen habe, Spanisch zu wiederholen. Da bin ich auf jeden Fall bei. Versuche wirklich jede Minute, die zur Verfügung ist, dafür zu nutzen. Jetzt kommen die Sportübungen wieder, zusätzlich zu den sowieso, sag ich mal, sehr sportlichen Aktivitäten. Und ja, eben auch noch mehr einfach, ähnlich wie beim Laufen, einfach noch mehr die frische Luft genießen und einfach ein bisschen für sich zu sein, ein bisschen runterzukommen, einfach den Stress sein zu lassen. Ich habe nicht wirklich Stress im Moment, da bin ich sehr glücklich drüber. Und dennoch, es tut halt einfach gut, genau wie jetzt das Baden, es tut einfach gut, zur Ruhe zu kommen. Der Ruhefaktor ist für mich das Allerwichtigste. Und im Moment, in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr, für mich war das Allerwichtigste, ruhig zu bleiben. In jeglicher Form. Ruhe zu haben, eine innere Ruhe auszustrahlen für andere und vor allem für einen selbst, finde ich, das ist für mich im Moment das Wichtigste im Leben. Da bin ich ganz ehrlich, es gibt für mich aktuell nichts Wichtigeres als eine innere Ruhe nach innen und nach außen. Also eine, in dem Sinne, eine Ruhe, die beiden Formen gut tut. Mir selbst und eben mein Außen, also meinem Umfeld, meinem direkten oder indirekten Umfeld. Aber diese Ruhe, die hatte ich gestern erst nicht. Weil als um 0 Uhr noch 10 Leute da waren und wenn es auch wirklich nicht so lange war, weil die natürlich alle dann auch ins Bett mussten, da war diese Ruhe nicht da, sondern es war eher so eine Aufgeregtheit, aber weil ich damit einfach nicht gerechnet habe, bin ich ehrlich. Ich bin davon ausgegangen, dass es einfach so nicht kommen wird und ich war einfach unglaublich glücklich. Ich kann das nicht in Worte fassen. Und dann war das halt, wie gesagt, sind ja auf der Arbeit ähnlich und ja, und als ich dann halt gestern Abend hier auf dem Balkon saß und dann mit meinem Vater telefoniert habe und mit meiner besten Freundin telefoniert habe, die ich auch seit ein paar Tagen jetzt nicht mehr gehört habe und ihr kennt sie auch alle, die Jessie, und sie auch so ein bisschen mehr von sich erzählt hat und so weiter und das hat halt, also ich glaube, ich war ja um 6:30 zu Hause, ich glaube, ich habe da bis fast 8:30 oder so gesessen irgendwie, gut, nicht komplett die ganze Zeit, aber auf jeden Fall habe ich mich erst abends rausgesetzt,
abends später möchte. Und bin erst wieder rein, als wirklich kälter wurde. Und ich glaube, es war so 8:30, 9:30. Das war echt krass. Also, oder war es 8 Uhr? Ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall unglaublich schön. Dann gab es aber gestern etwas, was irgendwie total lächerlich war. Weil das ist mir eigentlich noch nie so wirklich passiert. Ich war in der S-Bahn und auf einmal möchte sich eine Frau neben mich setzen und meinte so, bei Ihnen im Rucksack, da läuft was aus. Und ich hatte halt so eine Art Milchkaffee irgendwie vom Aldi, kennt ihr alle irgendwie, keine Schleichwerbung, ich bekomme kein Geld dafür, hatte ich in dem Sinne im Rucksack und da ist der einfach ausgelaufen. Und der gesamte Kram, die Cookies drin, die drin waren und die Plätzchen und was weiß ich alles und mein College-Blog, den ich ja irgendwie für den zweiten Job für Versicherungswesen und so benutze und all das war irgendwie so eingeweicht und das war fürchterlich, ehrlich gesagt. Da habe ich echt gerade so, das war gestern Morgen irgendwie so um, ja, schätze mal so gegen 7:30 zum Dreh. Und das war wieder so ein Zeichen, dass ich gemerkt habe, Mann, Tobias, genau das, was du gesagt hast, du strahlst diese Ruhe einfach auch für dich selbst aus. Im letzten Jahr weiß ich nicht, was ich gemacht hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich wäre viel zu nervös gewesen und das hätte mich so richtig fertig gemacht. Ich bin ganz ruhig geblieben und das hilft so ungemein. Also die innere Ruhe oder die Ruhe nach innen und nach außen, das ist gerade der Schlüssel für alles, für mein gesamtes Leben gerade, für alles, was ich mache. Privat, beruflich und content-creation-wise. Also internetmäßig. Das ist das Allerwichtigste. Die Ruhe. Und ja. Und dann war es gestern so, dass ich um 10:30 schlafen gegangen bin, weil ich hatte ja nur 3,5 Stunden in der Nacht von Sonntag auf Montag geschlafen. Hatte mich zwar am Sonntagnachmittag ein bisschen hingelegt, aber ganz ehrlich, selbst wenn du dich so 1,5 bis 2 Stunden vorher hinlegst, so richtig ist das halt nicht. Also klar, man kann das mal machen, aber die richtige Ruhe, die findest du dann nicht. Und deswegen bin ich ja halt sehr früh gestern ins Bett. Und ich meine, es hat auch, dass ich durchgeschlafen habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie vorher wach war. Also habe ich dann, glaube ich, von 10:30 bis 6 Uhr morgens durchgeschlafen. Das war ziemlich krass. Ich meine, ich schlafe eigentlich immer durch. Ich habe überhaupt keine Schlafprobleme und so. Ich höre immer wieder von Leuten, ja, ich kann nicht schlafen. Habe ich gar nicht. Also ich mache mir meistens Musik an oder lass irgendeinen Stream-Mitschnitt laufen oder irgendein YouTube-Video. Aber meistens höre ich Musik oder im Stream-Mitschnitt, natürlich mit Tashi, was sonst. Und schlafe dabei ein. Und ich kann dabei unglaublich gut einschlafen. Also es ist überhaupt kein Problem. Egal, das kann nachmittags sein, das kann abends sein, das kann in der Nacht sein. Ich kann eigentlich immer schlafen. Bin ich auch sehr glücklich drüber, weil Schlaf ist nun mal unglaublich wichtig. Und manchmal habe ich sogar ein bisschen zu wenig Schlaf, aber immer dann, wenn der Körper in dem Sinne merkt, oh, habe ich ja schon mal gesagt, jetzt brauche ich ein bisschen Erholung, dann mache ich das auch. Dann lasse ich dann zum Beispiel so wie heute, ich habe jetzt eigentlich noch vor, gleich noch ein bisschen aufzuräumen, nochmal zu spülen. Dann wollte ich Maschinen noch anstellen. Dann wollte ich noch die Talks aufnehmen. Das mache ich aber gerade schon. Mal gucken, ob ich auch einen zweiten aufnehme, weiß noch nicht. Und dann wollte ich heute noch Sportübungen machen. Und ich wollte noch ein bisschen zocken und nebenbei Content Creation machen. Also sprich, irgendwie mir so ein bisschen die Highlights, mögliche Highlights vom Stream, vom Geburtstagsstream raussuchen. Aber wenn all das, was ich jetzt gerade erläutert habe, wenn das ein Tag ist, wo ich mir all das vornehme, weil ich merke, boah, der Körper ist gerade echt ein bisschen müde, dann gibt es Tage, ich sehe, ich muss nicht arbeiten, dann gehe ich teilweise schon um 21 Uhr einfach ins Bett. Gucke ich noch ein bisschen irgendwie streammäßig auf Twitch vorbei. Aber ich chill dann einfach und dann bringt das halt extrem viel. Das ist halt immer so unterschiedlich bei mir. In der Regel bin ich aber nicht so früh im Bett, ehrlich gesagt. Also in der Regel ist ja so, dass ich mich dann nach der Arbeit so eine Stunde hinlege, so ungefähr. Also ich esse erst was zu Hause und dann lege ich mich hin und dann habe ich ja meistens noch die andere Arbeit. Und dann bin ich halt frühestens um 0 Uhr so im Bett. Aber da habe ich mich dann ja auch im Nachmittag schon eine Stunde oder so mal kurz hingelegt. Das ist aber heute nicht so, weil ich war jetzt gerade baden und das ist wirklich Erholung genug und von daher. Ja, gehe ich heute wahrscheinlich relativ früh ins Bett, aber wir gucken mal.
Tja, das war also der Geburtstag gestern. Und Jesus, also ich glaube, es war genau das Richtige, diesen Stream zu machen. Weil, klar, im Nachhinein weißt du es nicht, du weißt es einfach nicht. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass das genau das Richtige war, dass mir das halt diesen Halt gegeben hat und dass das den Tag noch schöner gemacht hat, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie das geworden wäre, wenn ich halt alleine gewesen wäre von Sonntag auf Montag. Und dann wäre bestimmt der Tag gestern auch schön gewesen. Bestimmt. Aber ich glaube, es wäre trotzdem anders gewesen. Und so war das einfach perfekt. Also es war ein wunderschöner Geburtstag und ja, auch auf der Arbeit. Also ich musste echt mit meinen Emotionen teilweise kämpfen. Aber ich zeige das ja nicht so. Dafür habe ich ja quasi personal, wenn ich wirklich Emotionen ja, zeigen möchte und auch wirklich emotional bin. Dafür habe ich diesen Scheiß hier, dass ich das in dem Sinne dann wirklich dann ohne Probleme aussprechen kann und auch möchte. Weil so wirklich zu sein, wie ich zu 100% bin, das ist halt nur bei wenigen Menschen. Und hier im Quatschwerk Personal. Das ist wirklich, ich sag immer wieder, dass wenn man mich nicht kennt, wenn man überhaupt nicht weiß, mit was für einer Person man zu tun hat, wenn man, ich weiß nicht, man vielleicht ist vielleicht in der World of Warcraft-Gilde bei mir oder man überlegt, irgendwie Diablo 4 mitzuzocken oder was auch immer. Man ist hier irgendwie ganz zufällig auf dem YouTube-Kanal gelandet und man denkt so, oh, guck mal hier, der hat ja irgendwie, da redet er über was und dann denkt man so, hä? Was ist denn das für ein Typ? Diejenigen, die sich Quatsch mit Personal und all die Talks davor, also all das, was in dem Sinne persönlich ist, von Anfang bis jetzt in dem Sinne angehört haben, die kennen mich besser als jede andere Person selbst in meinem direkten Umfeld. Das meine ich wirklich ernst. Quatsch mit Personal, da lernt ihr mich wirklich zu 100% kennen. Eben, wenn es mir gut geht, aber eben auch, wenn es mir nicht so gut geht. Und das ist halt, das ist Ding. Ja. Der 22. Mai 1986, beziehungsweise gestern der 22. Mai 2023. Ist natürlich die Frage, wie wird denn der 22. Mai 2024? Tja, wenn wir das alle wüssten, ne? Dann wären wir schlauer. Und das Schöne ist aber, es ist gut, es eben nicht zu wissen. Es ist manchmal einfach gut, die Zukunft nicht zu kennen. Weil diese in dem Sinne ungewisse Zukunft, die natürlich auch schon belasten kann, je nachdem, aber also die stellt natürlich immer auch so eine gewisse Möglichkeit dar, so ein großes Fragezeichen. Und man ist in dem Sinne vielleicht selbst dann des Glückes Schmied, dieses Fragezeichen eben dann auch auszufüllen und mit Leben zu füllen. Tja. So sieht's aus. Ein wirklich unfassbarer Tag gestern. Ja. Verdammt schön. Verdammt schön. Schon schön. Ihr merkt, dass, ja. Leute, die mich schon längere Zeit kennen und Quatsch mit Personal schon länger hören, die wissen, was gerade bei mir passiert. Deswegen, ja. Ja. War ein sehr besonderer Tag gestern. Ein echt besonderer Tag. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch sonst was zu erzählen habe, ehrlich gesagt. Alles, was ich noch sagen könnte, ist etwas, was ich im Internet nicht preisgebe, weil das in dem sehr beruflich zentriert ist oder eben wirklich privat. Und von daher, ja. Gestern Nacht, also in der Nacht, ich sag immer wieder gestern, aber in der Nacht von Sonntag auf Montag, vom 21. auf den 22. Mai, ist mir bewusst geworden, dass ich gesegnet bin. Jetzt kann man sagen, ja, warum? Gucken dir 10 Leute zu. Ja, aber diese 10 Leute, viele davon kenne ich seit Jahren.
Und es gibt wirklich einige, die ich bis jetzt noch nie getroffen habe, aber mit denen ich sehr viel schreibe und sehr viel auch quatsche und so. Und ich würde wirklich behaupten, das sind Freunde geworden. Ja. Ja. Mit diesen Menschen verbinde ich eine Freundschaft. Und wenn solche Menschen, die mich seit Jahren übers Internet verfolgen, wenn die dann genau in dem Moment reinschauen, ist das für mich in dem Moment so, als würden die gerade neben mir stehen, neben mir sitzen. Und sowas ist ein schönes Gefühl, das kann ich euch nur sagen. Ich bin, was das anbelangt, wirklich gesegnet. Ich habe meiner Meinung nach die besten Arbeitskollegen und Kolleginnen, die man sich vorstellen kann. Ich habe meiner Meinung nach zwei unfassbar tolle Jobs. Und jeden Tag habe ich das Gefühl, etwas Gutes im Leben zu machen. Und das ist was Besonderes. Und wenn ich dann nach Hause komme und es eben dann weg von der Arbeit und weg von der anderen Arbeit und ich mache da meine YouTube-Videos und meinen Stream-Kram und so und hier vor allem die Podcasts, dann wird mir wieder bewusst, dass es irgendeine Form von gesegnet sein. Vielleicht ist es klein und vielleicht zu dem, was sein könnte. Aber ich habe auch heute irgendwie auf der Arbeit gesessen und hatte dem Motto, ich mache den Kram halt einfach, weil er mir Spaß macht. Und vielleicht hat man ja irgendwann Glück und wenn nicht, man macht es einfach, weil man Bock drauf hat. Und dieses Gefühl, etwas zu machen, was einem Spaß macht, was einem Kraft verleiht, was anderen Menschen eine Freude bereiten kann, das ist das Schönste auf Erden, meiner Meinung nach. Zu wissen, dass man etwas für sich selbst tut, aber vor allem auch für andere, das ist für mich das größte Gefühl, was ich mir vorstellen kann. Und das ist der Grund, warum, wenn ich drüber nachdenke und gerade gesagt habe, ja, und im Herbst, dann werde ich in dem Sinne so eine Art Beurteilung durchführen, wie es dann weitergeht und so. Ich glaube persönlich, dass ist drauf rauslaufen wird, ohne dass ich jetzt schon weiß, aber ich glaube, das, was mir einfach gut tut, wird's geben und das, was zu viel ist, was unnötig ist, was ich als, ich sag mal, unproduktiv empfinde und letztlich, was die Effektivität anbelangt, also sprich was die Zielumsetzung anbelangt, so, ich glaube, das wird einfach wegfallen. Und ich glaube, es wird sich so ein bisschen am Anfang sehr hart anfühlen, definitiv. Also zum Beispiel jetzt nur noch Stream-Mitschnitte hochzuladen und Podcasts zu machen und zu streamen und sonst eben nichts mehr auf YouTube zu machen. Nichts Spezielles mehr, sondern einfach nur Podcasts, Stream und Stream-Mitschnitte. Und das Ganze eben auf TikTok und Instagram und Discord zu sharen und sonst Discord. Also einfach so das Alltägliche, wenn man so möchte. Und dann vielleicht noch Serienbesprechungen, je nachdem. Ich glaube, das wird bleiben, aber mehr als das, glaube ich, wird es dann nicht mehr geben. Aber ist egal, denn all das tut einfach gut. Das Gefühl, was mir so viel Kraft verleiht und was mich eben auch in der härtesten Zeit meines Lebens im letzten Jahr irgendwie auch schon getragen hat. Ich sage es immer wieder und ich meine es ernst, ohne meine Content-Creation wäre ich im letzten Jahr anders gewesen. Und die hat extrem dazu beigetragen. Im Positiven, sehr im Positiven. Manchmal natürlich auch so ein bisschen als Druck empfunden. Aber so blöd das klingt, ohne Druck kann man eben manchmal auch nicht arbeiten. Ich bin ein Mensch, der braucht eine Deadline. Und wenn ich zum Beispiel weiß, so wie jetzt irgendwie die letzten Tage, guck mal, mein Geburtstag 22. Mai, da musst du es noch ankündigen und da musst du dir noch überlegen, wie es aussehen soll und so. Wenn ich das nicht hätte, sondern wenn ich irgendwie, sag ich mal, so ganz spontan das machen würde, ich glaube, das geht bei mir auch nicht. Also ich brauche schon so eine gewisse Vorgabe in irgendeiner Form. Ja, und das im Ganzen hat nicht nur den gestrigen Tag extrem besonders werden lassen. Ich mache den Scheiß einfach viel zu gerne, als dass ich den aufgeben wollen würde. Und dennoch warten wir mal ab, wie die Beurteilung nach dem Sommer so aussehen wird. Ich bin super gespannt. Ja.
Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, so im Herbst und auch im Winter letzten Jahres, okay, ich sage jetzt was, was vielleicht nicht jeder erwartet, aber ich möchte es trotzdem sagen. Werde es aber nicht weiter erläutern, aber ich möchte es trotzdem sagen. Also nicht wirklich erläutern. Im Herbst und Winter letzten Jahres war bei mir wichtig, oder mir für mich selbst wichtig, dass ich an meinem Geburtstag, also an diesen Daten, die ihr jetzt im, ich glaube, vorletzten Quatschbrick Personal gesehen habt und gelesen habt, dass ich an diesen Daten einfach nicht mehr alleine bin. Sprich, dass ich dann schon wieder eine Freundin habe. Aber auf der anderen Seite, es macht keinen Sinn, sowas zu erzwingen. Und es macht auch keinen Sinn, es macht auch keinen Sinn, in dem Sinne so etwas herbeirufen zu wollen, nur um sagen zu können, du bist gerade nicht alleine. Weil nicht allein zu sein, ist das Gefühl. Aber du kannst jemanden neben dir sitzen haben, ob jetzt in einer Beziehung oder eben als Freundschaft oder so, und dennoch kann man sich alleine fühlen. Das ist also etwas, was in dem Sinne im, wie soll man es sagen, das ist schon fast unabhängig davon. Aber was ich damit mir gedacht hatte, war halt wirklich da nicht mehr allein zu sein, weil ich wieder eine Frau gefunden habe. Die eben mit mir gemeinsam diesen Tag eben erlebt. Und dass man dann wirklich das Gefühl hat, nicht allein zu sein. Aber das ist nicht der richtige Weg. Man sollte so etwas nicht erzwingen wollen und man sollte auch in dem Sinne nicht Gefühle herbeibeschwören müssen oder wollen. Denn so läuft es nicht. Das ist mir im letzten Jahr mehr als bewusst geworden. Natürlich kannst du einen Wunsch verspüren. Und du kannst auch was dafür tun. Aber du kannst halt nicht sagen, so, jetzt ist genauso wie im letzten Jahr. So einfach ist es nicht und vielleicht ist es auch genau das Richtige. Von daher, der 20. Mai 1986, mein Geburtstag, mein Tag oder der Tag der Geburt, war über die letzten Jahrzehnte und Jahre für mich immer sehr, sehr wichtig. Und gerade nach dem sehr besonderen, aber eben auch sehr zwiespältigen Jahr 2022 war ich doch sehr auch im Zwiespalt mit mir selbst, wie ich diesen Tag verbringen werde bzw. verbringen kann. Am Ende hat mein Herz entschieden. Die Entscheidung mit dem Stream war keine Entscheidung aus dem Kopf raus. Ging es nicht darum, dass ich damit irgendwie Follows oder Subs oder was auch immer generieren kann. So, es war eine Herzensangelegenheit, eine Herzensentscheidung. Und mein Herz ist das, auf das ich am meisten höre. Ihr erinnert euch vielleicht an den Podcast, ich bin ein Herzensmensch. Und das ist so. Manchmal spielt der Kopf mit rein, aber die meiste Zeit folge ich meinem Herzen. Und das gestern im Ganzen, von morgens, also mal von 0 Uhr nachts morgens bis 0 Uhr nachts abends, war deswegen so schön für mich, weil ich zu 100% ich war, ich sein durfte und vor allem ich sein konnte. Und das ist was Besonderes. Das ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges, also Wichtiges und Besonderes.
Und das war also Quatschrick Personal 18. Ein Blick zurück auf den gestrigen Geburtstag. Ein Tag wie eben kein Tag wie jeder andere. So ein Tag, wie er mir schon immer sehr wichtig war in meinem Leben. Vielleicht aber noch nie so wichtig wie in diesem Jahr. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.